Herzlich willkommen zurück zu Factorio mit mir, dem Drake. Und mir dem Anti, der in eurer Abwesenheit mal kurz hier schon mal seinen ersten Halbenergiepark hingestellt hat und dann gemerkt hat, dass ihm das viel zu friemelig ist und deswegen jetzt gesagt hat, ihr mich auch, ich lass das jetzt doch wieder irgendwie liefern. Das nervt mich. Nervt. Nervt. Macht, dass Also es mir das mache entnervt. ich. Genau. Und deswegen Huch. knalle ich hier meine Energieparks hin. Ja, jetzt fange ich mit dem Blödsinn auch schon an. Na, schadet tut's ja nix. Das ist insofern richtig. Gerade wenn wir dann in naher Zukunft eventuell doch abschalten wollen. Wieso kann ich jetzt da nicht meinen Energiepark drauf knallen? Ah, ich brauche jetzt noch einen Bauplan dafür. Hä? Wieso kann ich das jetzt so nicht bauen? Kann ich keinen Bauplan irgendwo hinstellen, wo schon was steht? Das ist richtig. Der muss komplett frei sein, der Platz. Oder Ach. der muss sich mit den Teilen so weit überschneiden, dass die identisch sind. Also ich setze halt die Baupläne immer an den Strommasten an, weil die dann quasi identisch und schon da sind und passt. Aber da wird nichts Das ersetzt, wäre bei oder? mir auch der Fall. Ach so, ich habe die bloß eins zu weit gebaut. Ne, das ist natürlich. Siehste, ne? Muss nicht. Alles okay. Ja, alles war in Ordnung. So, weil ich hab mir jetzt so überlegt, Mensch, wir haben mit den Panzern jetzt Und einfach so schwere Probleme, halt auch einfach durch dieses Hin- und Herkiten und sowas. Ich habe mir jetzt hier einen Bauplan geschaffen fürs Tower Rushen. Das ist eine sichere Methode, um ein. wehrlose Aliens zu vernichten, sag's einfach, wie es Ja. ist. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe nur leider gerade nicht noch einen Bauplan. Was ein bisschen ungünstig ist, weil wie ihr wisst, sind da unten noch meine Module drin, die auch noch eine Weile dauern werden. Also werde ich jetzt erstmal den Solarbauplan überschreiben. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Ne, wir die nehmen da mal Akkus, noch. die ich hier habe. Wir nehmen da mal noch einen mit rein. Geht das irgendwie mittig? Naja, relativ mittig wenigstens. Puh, das ist jetzt ein. Uiuiui, das wird ja schwierig. Da brauche ich ja riesige Solarparks hier. Solarparks braucht man immer recht viele, ja. Weil wenn ich jetzt anfange mit Lichtbogenöfen hier oben. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt sinnvoll gestalte. Wenn ich da nach unten will, erstmal muss ich hier irgendwie anknüpfen. Und dazu muss ich was. Verschwinde. Kommen dann da auch irgendwann, wie lange braucht denn das, bis da diese Roboterchen hier angekrebst kommen? Mit meinem Ja, Zeug. wenn die gerade sonst wo beschäftigt sind. Das sind Bauroboter. Die beschäftigt eigentlich gerade keiner. Weil alles ist angrenzend, das ist alles irgendwo im Lieferbereich. Ist der orange Strich durchgängig? Nee. Der orange Bereich muss durchgängig Ach sein. so, weil du vorher gesagt hast, er muss nicht Nein, zwingend. nicht um irgendwas erreichen zu können. Also das, was du erreichen willst, muss nicht im orangen Bereich liegen, aber der orange Bereich muss Okay. durchgängig sein, Ja, denn ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich die verstehe. Kommunikation untereinander findet nur statt, wenn der Bereich sich quasi berührt. Das Problem habe ich aber auch gerade, dass das leider immer einfacher gesagt als getan ist. Ich nähere mich einfach mal der etwas größeren Alien-Basis da unten. Wie heißt der Bolympics Hero? Olympics Hero? So heißt der Roboterhangar hier. Ah, und Da unten. damit bauen jetzt die Roboter hier meine. Da Könnte ich den unten ganzen sind ja Tag schon die zugucken. Freunde. Ja, das ist eine geile Geschichte, wenn die da ab. Habe ich nicht auch große mir immer liefern? Ich habe keine großen Strommasten. Was ist mit mir nicht richtig? Große Strommasten eventuell. Vieles. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem. Ach Mensch, okay. Alles rückgängig. Weg. Weg. Bünde. Durch das Tower Rushen gehen halt immer mal ein paar Drohnen drauf, aber ich hoffe einfach, dass das nachproduktionstechnisch
funktioniert. Ansonsten werde ich irgendwann mal oben. Wir müssen noch irgendwie Batterien. Kümmerst du dich eh nicht gerade um Batterien? Nö. Ah, ich dachte, weil du gesagt hast, irgendwo ist knapp Nee. geworden. Ich nix Batterien. Eher nichts Batterien. Bei solchen Projekten hier oben kann ich mir echt langsam ein Auto bauen. Ich wünschte, es wäre echt im echten Leben auch so. Ich wünschte, ich könnte schon allein im echten Leben mein Auto reparieren. Da fängt schon an. Geschweige denn bauen. Geschweige denn Geschweige in denn deine. bauen. Wah! Alter. Da wäre er fast Matsch gewesen. Da kam der Zug. Ja, Hui. Ja, mind your step. da muss irgendwie, da muss es doch ein Element geben, was quasi anhält, wenn da gerade ein Mensch drüber läuft oder so. Ja, es gibt irgendwie so einen Logik-Schaltkreis, der das tatsächlich macht. Auf magische Art und Weise. Ja, nicht, dass das dieses komische Zugkettensignal ist, was noch keiner verstanden hat. Da bin ich überfragt. Was bringen die mir gerade? Ah, meine großen Freunde bringen die mir gerade. Die ich dringend brauche. Habe ich jetzt alle? Ne, da fehlen noch zwei. Bin Jetzt habe jetzt ich alle. langsam ein bisschen Rohöl. Ach, immer noch nicht genügend Rohöl. Naja, darum kümmere ich mich auch irgendwann noch. Habe ich zufällig noch zwei Zugkettensignale? Ne. Bin jetzt gerade überlegen. Minen. Ah, oh Gott, ich werde Minen Ich brauchen. glaube, der bremst auch nicht für dich. Ich glaube, der fährt dich dann Nein, der einfach fährt einfach über platt. den Haufen. Klar. Geiler Zugfahrer. Gut, dass ich dich beschäftige in meinem Unternehmen. Fährst mich einfach platt hier. Ist doch kein Unternehmen. Naja, schon irgendwie. Wir machen hier, wir bauen ein Ich mag die Unternehmen auf dem Dinger. Mond. Stimmt, aber da. Noch irgendwelche von. Jetzt reicht so einer hier. Papp. Jetzt wieder ein großer. Ah, der. Okay. Naja. Also während meine, War das wie schon der, heißen die den ich am Dinger? weitesten unten gebaut habe? Nee. Kein Plan. Das ist hässlich so. Dann passt es ja zu uns. Es Weiß doch, es ist nicht hübsch, aber es funktioniert. funktioniert. Das ist nicht hübsch, aber selten. Jetzt reicht das nicht, oder was? Ah, doch. So, dann probieren wir doch mal, ob das klappt, wenn ich jetzt hier sage, ich will jetzt hier. So eine Defense-Einrichtung haben. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das einigermaßen funktioniert. Und solange stehe ich hier rum und laber dummes Zeug. Was du den Rest der Folge auch machst, allerdings, ja. Laufe ich dabei rum. Richtig, das ist der Unterschied. Man muss schon wissen, was man hat. Eben, die Okay, Unterschiede ich habe macht's. hier oben schon 4,8 Gigajoule Leist. Achso, nee, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile angeschlossen ans Hauptsystem. Tja, Was ja auch nicht so irgendwann werde ich das verkehrt nochmal ist. ändern. Naja, dann haben wir hier oben zumindest nochmal wirklich Platz für Solarparks, weil, naja, also falls du noch mehr Solar- und Energieparks machen willst. Ach, scheiß drauf, machen wir es einfach. Ja, du wirst ja nach und nach mal deine Öfen abschalten. Also noch kommt hier nichts an. Ich hoffe, dass das einfach mal funktioniert, was ich hier geplant habe. Hast du kontrolliert, ob die Lasertonproduktion wieder läuft? Geht wieder. Okay. Halt nicht ganz so super mega schnell. Das könnte problematisch werden. Schauen wir mal. Und zumindest die Mauern. Ich werde dafür sorgen, dass wir bald keine Akkus mehr haben, wenn es so weitergeht. Da kommen die Lasertürme. Weißt du, was bei mir hierher kommt? Akkus und Solarzellen. Akkus und Solarzellen. Da kam das Stromnetz. 2, 4, 5, 6, 7 Türme müssten doch reichen, um mich zu verteidigen. Oh. Ich sollte das nicht in der Nacht machen, weil ich dann nicht abschätzen kann, wie weit die noch weg sind. Das ist richtig. Wir haben mittlerweile 1000 Akkus gebaut, ey. Ach, geil. Maximale Leistung 60 Kilowatt. Warte mal kurz. 60 Kilowatt mal 1000 sind 60 Gigawatt.
das? Nee, diesem Rechenmodell. 60 Megawatt. Ich bin da raus. So halte ich das. Wir haben noch nicht mal ganz 60 Megawatt an Solarleistung. Das heißt, wir werden auf Dauer nicht umhin kommen, noch ein paar von den Stromturbinen laufen zu lassen. Was ja prinzipiell nicht stört. Das ist richtig. Ging ja nur darum, überhaupt ein paar loszuwerden. Oh, ich hoffe jetzt echt, dass das hier funktioniert, was ich hier mache. Ich baue den mal so nah ran, wie nur irgendwie möglich. Hoffen wir das nicht alle irgendwie. Insgeheim. Ja, das Problem ist, wenn die jetzt das Falsche zuerst setzen, könnten die schon pullen. Das weiß ich aber nicht. Und die Frage ist, kommen die Lasertürme so weit, wie diese fetten Spuckdinger, die sie eingebaut haben? Ich glaube, die haben sie nämlich extra eingebaut, um das Tower Rushen zu verhindern. Allerdings helfen die Tower ungemein. Dann schnappen wir uns einfach zusätzlich noch einen Panzer und dann können wir die immer an den Towern vorbeifahren lassen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe ja eh bald wieder meine fette Rüstung. Da kiten wir uns dann einen. Mhm. Dann machen wir es einfach so, dass wir... baue ich dann die Rüstung nur voller Lasertürme und Scheiß auf Schilde? Also ich lasse mir immer... Ich habe immer noch Schilde drin, einfach deswegen, weil... Hey, du weißt nie, was kommt. Zum Beispiel irgendjemand, der nicht Auto fahren kann. Das wäre so eine Möglichkeit. Und zack, ist dein Panzer weg. Ja, ich habe beim letzten Mal nicht dran gedacht, dass beim Überfahren der Panzer so langsam wird. Ich hätte das nicht tun sollen, wenn... Ich hatte bloß noch halbes Leben, aber ich dachte halt, ja, fährst halt schnell da durch, bist du raus aus der Geschichte. Und so schnell kann man sich... Irren. Irren, ja. Negativ irren. Ja, auf schlechte Art und Weise. Man kann sich auch positiv irren. Wenn man zum Beispiel dachte, man hat bloß noch einen 5er im Portemonnaie, macht's auf und ist noch ein 50er drin. Das ist positiv geirrt. Ja. Das ist so eine Art und Weise von Irrtum, die wir alle mögen. Heieiei. Okay, wir haben jetzt 6,3 Gigajoule. Das Problem an der Sache ist, ich habe in Physik nicht gut genug aufgepasst, um rauszufinden, ob jetzt das viel ist oder wenig. Also ob hier das unten reicht, wir ich weiß es 1, nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hütten. Die geben 33 L-Artefakte. Er hat die komplette Energieerzeugung jetzt... Er hat die Turbinen größtenteils abgeschalten. Energieerzeugung läuft bei mir hauptsächlich jetzt nur noch, also wird zumindest angezeigt, momentan teilweise nur noch über Solarstrom. Ah, ich glaube, er nimmt immer das hauptsächlich, was mehr liefert. Ja, unten bauen wir mal einen kleinen Zwischenpunkt auf. Der Hoffnung, dass uns das den Arsch rettet. Ja, ich kann leider immer noch, ich will eine passive, was will ich hier unten, eine Anbieterkiste genau, dass da nichts reingebaut wird. So, jetzt warten wir auch noch auf die Turmreihe und dann, könnten wir vermutlich nächste Folge, also wir beide. Tower Rushen wie die Irren. Ja, ich weiß halt noch nicht, ob du vielleicht irgendwie zwei Panzer mit hier runter nimmst, sicherheitshalber. Just have it. Ich weiß noch nicht, wie das läuft hier mit diesen großen, wie gesagt, Spuckern, die sie da eingebaut haben. Also 11 Gebäude geben, rechnerisch 33 bis 44 Alien-Artefakte. Wäre gar nicht so übel. Wäre genug, ja, um meine Rüstung komplett wieder aufzubauen. Nee, nicht komplett, so ein Fusionsreaktor kostet, glaube ich, 30. Aber wenigstens erstmal die Rüstung wieder zu bauen. Und, ja. Wenn du das hier gerade sehen könntest, du würdest dich freuen. Ich erhöhe gerade so abartig unsere Stromzufuhr. Achso, ich dachte, die steuern. Ach, das ja, kann ich auch machen. Du kannst mir gerne steuern. Da haben wir 1600. Ja, das reicht das. Ja, so viele verbrauchen nicht mal ich gleichzeitig. Achso, da steht's da übrigens auch drin, wenn du über den Roboterhangar drüber gehst, dass das Grüne ist der Konstruktionsbereich und das Orange ist der Versorgungsbereich. Okay, 50 mal 50, Konstruktionsbereich ist 100 mal 100. Aha, okay. Ja. Okay, hier habe ich jetzt für mega viel Sicherheit gesorgt. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Also am dümmsten wäre es natürlich, es nicht am dümmsten zu machen. Okay.
Ja, war nicht dumm, das so zu sehen. Wo ist denn hier die Kante gewesen? Hier so? Ne, noch eins. Ja, hier so. Zack. Brauche ich da mal noch so ein Park hin? Ich glaube, Jetzt sind wir ich. bei 7,3 Gigajoule. Was? Akkuleistung. 7,3 Gigajoule Akkuleistung? Wo liest denn du das her? Ich sehe 2,3 Gigajoule Akkukapazität. Nee, ich habe hier oben 7,6. Achso, der fährt jetzt gerade erst hoch, Akkus, ja. Fährt die gerade erst hoch. 6, 7, 7,5, 8. Achso, Gigajoule, ja. Hä? Die zeigte mir aber. Hast du die separat? Hast du die nicht am Netz oder was? Doch, die sind am Netz. Weil wir haben das. Oben links. Naja, Netzwerkinformationen. ich weiß Akku. nicht, wie das jetzt hier gerade gerechnet wird, aber aktuell scheinen unsere Akkus das komplett zu stemmen, gerade. Ja gut, die werden natürlich auch immer noch konstant von den Turbinen. Nein, die sind gerade nicht an, laut meiner Anzeige. Echt? Mal Die kurz 5 Sekunden. Energieerzeugung ist komplett aus Akkus gerade. Also bei mir sagt er noch, Dampfmaschinen sind immer noch mit 51 Megawatt unterwegs. Dann hast du ein anderes Und die Stromnetz. restlichen, nee, ja, keine Ahnung. Aber bei mir sind die Turbinen auf jeden Fall mit drin. Also bei mir nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Wer hat hier irgendwie ein eigenes. Irgendwo hast du dann irgendwo. Ja, du, weil meins ist ans Hauptnetz angeschlossen. Sonst wären Stimmt. die Turbinen nicht mit drin. Stimmt, ich sehe auch nur ein paar. Dann habe ich hier irgendwo Scheiße gebaut. Da muss ich mich gleich nochmal drum kümmern. Dann fehlt irgendwo ein Verbindungsstück zwischen dem untersten Akkupark und oben. Oh, dann habe ich ja gerade richtig Scheiße gebaut, weil ich ja nicht hier noch Strom habe, dass die Lasertürme hier feuern können. Ah! Ja. I'm out of here. Fix Jetzt es. möchte ich gerne immer mal. Weg. Hast du schon gefixt? Nee, wieso sollte ich? Das ist dein Bier. Irgendwas musst du auch noch machen hier, Ah! außer blöd daherreden. Wo ist denn jetzt hier das? Wo hängt denn dann jetzt mein Stromnetz dran? Das wird jetzt schwierig, das rauszukriegen. Mal hier unten habe ich dann nirgends irgendwie Akkus gebaut. Hier ist noch meine zweite Bastion. Die erste scheinen sie noch nicht anzugreifen. Ey, der Zug fährt da bestimmt gleich los, oder? Puh, drüber, Oh okay. Gott, ich brauche wieder mehr Erzförderer. Ist ja Glück Wir sollten drüber. uns irgendwo Erzförderer zusammenbauen. Okay, also, was brauche ich eigentlich überhaupt? Ich brauche gigantische Mengen von allem. Hauptsächlich von allem. Mein Strom ist hier unten nicht verbunden. Also, ich muss erstmal elektrische Schaltkreise bauen. Sowohl Jetzt grüne als auch rote. ist es mit drin. Es hat ein einziger Mast gefehlt. Weil hier oben nämlich die. Ah, hier oben die Backup-Leitung hatte ich mal gekillt. Deswegen hat das nicht mehr funktioniert. Okay, wieder 10 Erzförderer gebaut. Okay, jetzt habe ich auch hier unten. Jetzt gerade sehe ich aber deine Dampfkessel wieder nicht. Jetzt ist auch Tag. Vielleicht Verscha machen die jetzt auch ja, gerade nichts. verschaffen es die Akkus komplett. Wir haben. Beziehungsweise Solarstrom. Ja, wir haben 70 Megawatt Solarstrom aus den Solardingern und da guck mal, wie weit wir das verbrauchen. Zu einem Fünftel. Ja, muss halt zukunftssicher gebaut sein. Ich werde jetzt hier oben nochmal eine ziemlich große Produktionskette hinstellen müssen. Dann könnten wir ja langsam mal ein bisschen was abschalten. Ja, du kannst natürlich gerne auch anfangen, die Energieparks, also die Turbinen-Energieparks ein bisschen runterzufahren. Ja, ich bin gerade wieder unten bei meinem Tower Rush Projekt. Wo ich baue gerade diese wertvollen Schaltkreise. Tower Rush, Tower Rush. Ne, Ah ja, ich gehe hey. nochmal hoch. Ich will das jetzt nicht anfangen. Ich habe den wertvollen Shit dabei hier. Ey, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Gleich ist dein Akku leer. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Was hat der eigentlich? Ist das wichtig? Dann beschwert er sich wieder, dass er irgendwas nicht bauen kann. Ja, ich nehme es Ich mit. sehe es. Es war ein Strommast. Wow, ich bin über die Schiene gelaufen, ohne zu gucken, ob der Zug kommt. Ich bin ja wohl wahnsinnig. Schon ein bisschen lebensmüde. Bisschen. Kiste mit einer Elektroschockverteidigung und einem Exoskelett. Ja, weil ich dann sauer Junge, war, dass die Junge. Scheiße nicht funktioniert, dass ich dafür so einen Auslöser brauche jedes Mal.
Und deswegen habe ich das dann wieder sein lassen. Verstehe ich. Okay, 10 Erzförderer. Oh, ich kann mir doch einfach irgendwo sicherlich einfach Eisen klauen. Drei dieser Module packe ich schon mal noch hier rein. Und da fehlen ja auch bloß noch zwei. Oh, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Ach Gottchen, schon wieder. Ja, so geht das. Jo. Von daher machen wir hier kurz das Päuschen. Macht's gut. Jo. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Servus.